Hallo und herzlich willkommen hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Mott in Lauda. Ich bin der Erhard Mott. Mein Name ist Steven Mann. Herzlich willkommen. Wir stellen Ihnen vor ein Vorführ-E-Bike 2023 von Riese und Müller, den Schaiger 4 Touring mit Ketteschaltung. Es gibt so zwei Modelle: Ketteschaltung, Nabenschaltung mit Enviolo. Jetzt haben wir hier die Kettenschaltung gewählt für unser Vorführ-E-Bike, weil sie nämlich die volle Kraft spüren solle, die dieses Fahrzeug entwickelt. Wir haben eine direkte Kraftweitergabe vom Motor, vom CX-Motor mit 85 Newtonmeter direkt aufs Hinterrad drauf. Ja, und was noch das Besondere ist an unserem E-Bike, man kann nämlich seit dieser Saison kann man es nämlich wählen mit einem ABS-System, das haben wir natürlich hier gleich einbauen lassen. Ein Sicherheitsbremssystem, entwickelt von Bosch, eigentlich für Motorräder, jetzt auch in der E-Bikes drin. Findest du es gut? Ja, also ich glaube, der Fokus von Riese Müller, was ich so empfinde, ist dieses Jahr Thema Sicherheit. Wie Sie es jetzt eben gesagt haben, ist ABS. Und was ja noch dazu kommt, ist einmal Bremslicht, standardmäßig. Bremslicht? Hoho. Genau. Und wir haben einmal Auf- und Abblendlicht. Genau, also Thema Sicherheit ist auf jeden Fall gegeben. In Kombination mit dem ABS wirklich super. Und das bereits in der Serienausstattung mit Auf- und Abblendlicht und mit Bremslicht, ne? Ja. Also das ist schon ein E-Bike in der Premium-Klasse, ne? Ja, definitiv. Dazu kommt jetzt noch, Dankeschön Riese Müller, Riese und Müller. Wir haben jetzt einen großen Akku, 750er Akku. Ja, also unsere Kunde und Kundinnen haben ja einen Anspruch, dass sie intensive, große Touren unternehmen. Wir haben ja auch das E-Bike jetzt in Schaiger 4 ausstatten lassen, hier mit so All-Round-Reifen. Für Feldwege, Wald- und Wiesewege, also praktisch, sie können querfeld einfahren, genauso wie auf der Straße. Ich habe Testsets gemacht, er rollt extrem leise und leicht. Ja. Dann, wie gesagt, 750 Wattstunden brauchst du im Grunde genommen. Ich habe es ausprobiert, das sind da Rhön, bin dann da Berge hochgefahren, so viele Höhenmeter, 500, 600 Höhenmeter, über 40, 50 Kilometer, der Akku wird einfach nicht leer. Den kriegst du nicht leer. Ja, und das Smart-System, da sag du es. Ja, also das Herzstück am Charger 4 ist eben einmal das Smart-System. Smart-System bedeutet, wir sind der Herr über das E-Bike. Wir haben in unserem Handy das Werkzeug für das E-Bike. Sprich, wir können einstellen, in welchem Modi wir wie viel Newtonmeter Unterstützung haben möchten. Wir können auch das ABS umstellen. Da gibt es auch vier unterschiedliche Modis. Also mit dem Smart-System sind wir komplett offen. Und hier können wir wirklich alles fein einstellen, so wie wir das möchten. Also wir heißt nicht hier unser Team, sondern Sie, also wir alle. Und wenn Sie jetzt erschrecken und sagen, oje, ob ich das kann, hier der Steven ist unser Experte dafür, der wird es mit Ihnen dann zusammen machen. Auch schon als Vorbereitung für die Probefahrt, denn melden Sie sich einfach bei uns an. Und dann treten wir mit Ihnen in Kontakt und per Videokonferenz, sagt man heute, gell? Genau, richtig. Wir würden das ganze Video über die Videokonferenz machen. Da gebe ich Ihnen schon mal einen kleinen Einblick in das Smart-System. Und wichtig dann für die Probefahrt wäre dann, dass Sie es halt wirklich komplett umfangreich testen können, dass Sie einmal die App runterladen, sich einmal ein Login zulegen und dann kriegen Sie von mir die GPS-Daten gesendet. Die können Sie einpflegen in die App und dann können Sie hier die drei Tests Runden fahren. Merken Sie was, es lohnt sich zu uns nach Lauda zu kommen und dort können Sie dieses wunderschöne Rad intensiv testen, Probe fahren und wenn Sie es kaufen wollen bei uns, haben wir auch nichts dagegen. Also dann, bis bald. Tschüss. Tschüss.